Ja, ich glaube, dass wir heute ein gerechtes 0-0 gesehen haben. Ich würde es als Fazit ziehen zum heutigen Spiel. Ich glaube, dass Djigic besser reingekommen ist ins Spiel, mehr Situationen hatte. Wir mussten uns gegen eine sehr, sehr starke Offensive versuchen, defensiv durchzusetzen, versuchen, die Null zu halten hinten. Das hat uns Tim Boss zwei, drei Mal in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gerettet. Von daher mussten wir zur Halbzeitpause zufrieden sein, auch wenn wir uns gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen besser befreien konnten und auch ein bisschen mehr das Spiel ausgeglichener gestalten konnten. Trotzdem waren wir natürlich mit der ersten Hälfte nicht zufrieden und da konnte man nur mit dem Ergebnis leben. Zweite Hälfte denke ich, dass wir besser reingekommen sind dann insgesamt, hatten dann trotzdem natürlich die eine oder andere Szene zu überstehen. Ja. Denke an die Szene, wo Sascha Mockenhaupt nochmal die Grätsche ansetzt und kurz vor dem Abschluss den Ball nochmal blockt, hatten dann auch selber die eine oder andere Situation nach vorne. Uns hat halt so ein bisschen die Effektivität in die Box oder in der Box gefehlt. Ja, und dann auch die Effizienz natürlich beim Abschluss, gerade jetzt die letzte Aktion, wenn ich die noch obligatorisch nehme, da kam man nochmal gut durch und Benedikt Tollerbach kommt zum Abschluss, trifft den Pfosten. Es wäre der Lucky Punch gewesen, wäre sicherlich dann ein glücklicher Sieg gewesen, kein Hochverdienter, aber sowas nimmt man dann natürlich auch gerne mal mit. Heute war es 0-0. Auch das akzeptieren wir, gucken, dass wir in den nächsten Wochen dementsprechend weitermachen. Die Jungs haben gut gearbeitet. Wie gesagt, die erste Phase des Spiels war ich nicht zufrieden, danach war es in Ordnung. Danke. Das einzige Manko war einfach, dass wir die, sagen wir schon, ganz guten Möglichkeiten nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit war es dann so, wie der Rüdiger gesagt hat, dass einfach die Spielanteile, sagen wir mal, fast so 50-50 vom Gefühl her waren, aber wen etwas, ja, schon ein bisschen aufkommend ist und besser ins Spiel gefunden hat. Was mich positiv stimmt, dass wir trotz diesem Widerstand in der zweiten Halbzeit einfach nicht den, sag mal, Fehler wie in Mannheim gemacht haben, dass wir quasi da noch zwei oder überhaupt ein Gegentor bekommen. Ja, das hat die Mannschaft gut gemacht, dass sie einfach bis zum Schlusspfiff einfach sich gewehrt hat gegen ein Gegentor. Und ja, Marco Holz schießt dann noch an die Latte, war auch ein schöner und guter Spielzug. Ja. Insgesamt glaube ich einfach, haben wir ein leistungsgerechtes 0-0 gesehen. Mit einer besseren Chancenverwertung von uns hätten wir das Spiel gewonnen. Ja, mit, sag mal, etwas, sag mal, Pech oder einfach, ja, diese Situation, wo der Pfostenschuss war, verlierst das Spiel 1-0. Von daher glaube ich, ist es okay, so dieses